Es ist 6 Uhr, Leute. Wir gehen jetzt jetzt packen. Wir fahren nämlich gleich nach Dänemark mit unserem Auto. Oh, ich weiß nicht, wir losfahren. Eigentlich sollten wir gestern Abend noch packen müssen, aber das haben wir irgendwie nicht gemacht. Es ist 8 Uhr. Bei der Bahn vorbeigefahren gerade. Es ist 8 Uhr, ist so ein bisschen zu spät. Eigentlich wollten wir jetzt schon gerade losfahren. Ich wollte jetzt aber erst das Auto. Natürlich mal wieder, wie lange, zu lange gebraucht. Und dann müssen wir gleich nach oben, nach Flensburg fahren, im Norden von Deutschland. Und dort kriegen wir von Hobby einen Wohnanhänger, der nennt sich Beachy. Mit dem fahren wir dann nach Dänemark, wo wir auch dann 3 Tage drin schlafen werden. Ich bin schon richtig aufgeregt und freue mich auch. Wir sind im Auto. Wir sind unterwegs, leider mal wieder zu spät. Es ist jetzt 9 Uhr. Wir hätten eigentlich so vor einer Stunde ungefähr losfahren müssen. Wir fahren jetzt noch 3 Stunden 41 Minuten. Das ist unsere Route. Ich bin auch viel zu viel dabei. Wir fahren so 3 Tage. Das Ding ist komplett voll, als ob wir da hinziehen wollen. Ah. Ja, wir das Werk nicht. Nach Fockendorf eigentlich so. Fockberg. Okay, an Fockberg holen wir unseren Anhänger. Dann geht's jetzt auch schon weiter Richtung Dänemark. Eins gerade losgefahren. Oh mein. Und dann kriegen wir so einen Anruf vom Werk. Unsere Rücklichter gehen gar nicht. Todeswhisky, die Kontakte von unserer Anhängerkupplung waren anscheinend schon so hart verrostet, dass unser Anhänger keinen Strom bekommen hat. Aber dank Ford, wir sind immer kurz bei Ford angehalten, haben wir WD-40 bekommen und jetzt geht's. Jetzt fahren wir los nach Dänemark. Ich hoffe diesmal ohne Zwischenfälle. Also wir sind richtig weit gekommen. Wir stehen jetzt wieder auf dem Parkplatz, aber diesmal, weil wir fucking Hunger haben. Und Hunger ist das Schlimmste. Ohne Food geht's nicht weiter. Und wir müssen WD-40 kaufen, falls unsere Rücklichter vom Anhänger wieder nicht funktionieren. Ich jetzt auch gleich im Baumarkt. Also optimal. Geht's nochmal auf eine Shoppingtour hier. Wir sind immer noch on the road. Immer noch on the road, aber gebt euch bitte einfach diesen super krassen Sonnenuntergang, den wir jetzt einfach schon seit einer gefühlten Stunde drauf zufahren. Angekommen. Hallo, Becky. Hallo. Becky ist ja schon fleißig am Dekorieren und einräumen. Was sie gemacht hat, sieht erstmal den Teppich für den Fußboden als so Tischdecke genommen, weil sie dachte, das ist ja unsere Tischdecke. Nein, es sieht aus wie ein Teppich für den Fußboden. Das ist nie passiert. Wie wirst du da mit angefangen? Können wir aufmachen, ja? Na, Schnecki? Ich habe übrigens professionell keine Jogginghose eingepackt und habe jetzt noch Ricos an, aber die rutscht extrem, das ist halt mir viel zu groß. Wieso passiert das immer? So, erste Nacht. Wir haben überlebt. So, jetzt geht's erstmal Pübi aufs Pübi machen aufs Toilettenhäuschen.
Was, by the way, ein kleines Highlight für sich ist, dieses Toilettenhäuschen. Ja. Also für alle Leute, die generelle Panikattacken vor Toilettenhäuschen schieben und die krassesten Verstopfungen hatten, dank Campingplatz. So wie ich in meiner Kindheit und Becky. In meiner Kindheit auch. Leute, der Campingplatz hier ist ein anderes Level. Es gibt einzelne Kabinen, wo Toilette und Dusche mit drin ist und nur du. Kein anderer Mensch sonst. Alles sauber. Richtig beheizt. Das ist einfach nice. Ja, auf jeden Fall Camper. War geil. So, auch Platz völlig ausreichend für uns zwei. So, erste Nacht, würde ich sagen. Haben wir gut überstanden. Es ist ziemlich fresh hier noch irgendwie an der Nordsee. In Dänemark. Wir haben 1 Grad heute Nacht und auch das haben wir gut überstanden. Na du? Weil wir meinten, die Sehenswürdigkeiten aus der Luft aufzunehmen. Sehr blöde Idee, macht das auf gar keinen Fall. Das nicht zu empfehlen, so, außer der Bock auf mal eine Polizeimauer in Paris von innen zu sehen. Dann könnt ihr das schon machen. Okay, wir wollen jetzt mit unserem Jost, unserem Wohnwagen, hier auf den Strand drauf fahren. Ich weiß nicht, dass das eine gute Idee ist, ob der Strand uns hält. Sieht auf jeden Fall safe aus, aber ja, muss nicht safe sein. Ja genau, Wohnmann ist halt schon ganz schön schwer. Kein Einrad. Kein Einrad. Egal, let's go, lass einfach ausprobieren. Let's go. Aber der regelt das. Rico hat hier richtig geiles Essen gekocht, also es gibt Nudeln mit Tomatensauce, aber mit Tofu und Pilzen und Pilzen Veggies und so. Und Türen. Bon Appetit! Ja? Oh, der Sonnenuntergang ist so schön. Wir haben einfach so krass Glück mit diesem Sonnenuntergang, oh mein Gott. Aber wir wollen nicht die Letzten sein, die den Strand verlassen, weil wir nicht genau wissen, ob wir überhaupt hier wieder runterkommen. Deswegen wollen wir jetzt auf jeden Fall langsam los, weil es sind nicht mehr so viele Autos da. Und ja, es war ein richtig schöner Tag auf jeden Fall. Richtig geil gewesen. Wieder zurück auf unserem Campingplatz. Hier haben wir Strom und es ist wieder warm.
Wir werden heute diesen wunderschönen Vino öffnen. Wir haben schon Oliven. Aber wir haben noch kein sauberes Geschirr, deswegen müssen wir jetzt erstmal abwaschen. Leute, gebt euch mal diese schöne Landschaft. So geil. Und weil wir jetzt ein bisschen Zeit haben, dachten wir, wir nehmen euch mal mit auf eine kleine Roomtour in unserem Camper. So, Becky steht hier vorne schon in der Küche. Das ist fleißig am Geschirr abwaschen von gestern Abend noch. Also da seht ihr auch schon unser kleines Waschbecken. Da gibt es so Zuwasser und Abwasser. Dann hat man hier oben so ein paar Fächer für Pfannen und Besteck und ach, keine Ahnung, was wir alles drin haben. Hier unten gibt es so einen Kühlschrank, wo eigentlich echt viel Zeug reinpasst. Also reicht locker aus für zwei Personen. Da haben wir hier noch unseren kleinen Gaskocher drin. Und ansonsten habt ihr hier Steckdosen und USB-Plugins. Und da hinten auch nochmal Steckdosen. Haben wir hier so einen großen begehbaren Kleiderschrank, auch mit so LED-Leiste und Spiegel. Und da haben wir unser kleines Notfallklo. Wenn wir keinen Bock haben, abends aufs Klohaus rüber zu rennen, dann gehen wir dort ganz gerne. Hier ist unsere Living Area. Das ist ein riesengroßes Bett. Das kannst du aber auch als ein kleineres Bett machen und gleichzeitig hast du dann diesen Arbeitstisch. Oder du klappst halt ein und hast eine große Liegewiese. Hier sind unsere ganzen Schränke, in denen wir all unseren Stuff aufbewahrt haben. Und wir haben immer noch todesviel Platz. Also du könntest so viel mehr mitnehmen. Ja. Ja. Ja, also ja. Ihr seht da oben ist ganz viele so Stauräume. Und hier auch, da haben wir jetzt unsere Kamera-Equipment und Rucksäcke und alles Mögliche. Hier, das ist unser wichtigstes Teil hier in diesem Camper. Unser Heizlüfter. Und mein liebster Part ist dieses Fenster da. Das ist so ein schönes Add-on. Kannst du einfach nach oben klappen und die Tür kannst du so zur Seite aufmachen. Genau. Und dann kannst du dich da morgens richtig mit Sonne vollballern. Übelst schön. Es gibt ganz klassisch Porridge mit Banane, Nüssen und Sojajoghurt für uns beide. Und jetzt setze ich mich in die Sonne und werde ein bisschen genießen. So, vollgepackt wie ein Esel. Geht's jetzt für uns zum Strand. Birk hat auch allen möglichen Zeug dabei. Gebt euch die Landschaft. Ist einfach nur Düne links, nur Düne rechts. Wuhu! Juhu! Da vorne kommt der Strand. Du hast so ein... Hallo? Was? Falsch, aber ja. Mega geil. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war so verrückt irgendwie, aber richtig cool. Meine Hände sind immer noch tot eingefroren. Zeig mal. Lol. Warte, aber das hier taut langsam auf. Ich fahre jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder Auto, weil Rico Drohne fliegen möchte und dieses wunderschöne Fahrgestell dabei aufnehmen möchte. Ich bin todesaufgeregt, ich habe einen Anhänger hinten dran, aber wir sind ja auf dem Strand und es kann ja quasi nichts kaputt gehen. Ich könnte höchstens das Auto im Tiefsand versenken. So, Becky fährt das erste Mal in unserem Auto am Steuer. Du hast ihre Schlaumeierbrille extra aufgesetzt. Wie fühlt es sich an? Ja, gut, oder? Aha. Fühlst du dich sicher? Ja. Ich mich nicht. Sogar den fetten Anhänger hinten dran, ne? Und wir leben noch und sie fährt. Wir haben es noch nicht festgefahren. Wir wollen noch, ich will nicht mehr. Doch, bis zum Ende fährst du. Was, bis zum Ende? Nein. Ja, bis zum Ende. Digga. So, letztes Essen, jetzt geht's los. Ab zurück, müssen unseren Beachy zurückbringen. Ein bisschen trauriger Moment hier gerade.
Wir machen das Beste draus. Demnächst geht's nämlich schon nach Malle. So. wohl krasseste Waschraum, den ich auf dem Campingplatz jemals gesehen habe. Öfen, Gasherde, Abwaschbecken, Sitzgelegenheiten und dennoch eine fantastische Aussicht. Alter Falter. So, es ist 22:30 Uhr, wir sind angekommen in Berlin. Und ich habe hier zero Bock, das jetzt alles noch in unsere Wohnung vorzutragen. Wer kommt rum? Wer kommt rum? Was war dein Highlight an diesem Wohnwagen? Okay, mein Highlight an dem Wohnwagen war das Fenster, das super gemütlich war, dass es dich dazu gebracht hat, ein bisschen abzuspecken, welche Sachen du wirklich brauchst, die dich glücklich machen. Ich dachte, das Klo, damit du immer chillen gehen kannst. Nachts. Wenn ich du bist ein Ort und die Leute glauben das. Okay, was war dein Highlight? Also auf jeden Fall die einfach, also dass es halt wirklich easy war, so dass das Ding einfach ins Auto rangeklemmt, bist losgefahren, hast irgendwo angehalten, du hast alles dabei gehabt, da war schon eine Küche drin und du hast ein Klo mit am Start gehabt, du hast ein Bett, so, du brauchst es nicht viel, also gerade wenn es nicht, die Vanlifer kennen das wahrscheinlich, wenn man in einem Van lebt, da muss man immer super ordentlich auch sein, weil man hat nicht viel Platz. Und so hatten wir unser Auto und wir hatten quasi nochmal ein Zuhause, was wir hinterhergezogen haben. Mhm, ja, das ist cool. So, und dadurch war es auch so ein bisschen getrennt voneinander. Man konnte dann auch Ausflüge machen. Passt dich kurz. Was? Ich meine, du passt dich kurz. Also war auf jeden Fall nice, ja. So. Aber generell jetzt zur Reise, was waren da deine Highlights, also unabhängig von dem Wohnwagen jetzt? Oh, einfach mal die Auszeit zu genießen. Einfach wirklich so einfach mal kurz, spontan losfahren, sich auf den Campingplatz stellen und Sorgen und Probleme vergessen. Ja, wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal, bei welchem Campingplatz wir waren und alle Informationen in der Infobox, weil wir so professionell sind. Habt ihr alles hier in der Beschreibung. Aber erst nochmal, um auf unseren Camper zurückzukommen, also was ist dein Fazit? Ich war vorher noch nie mit einem Wohnwagen unterwegs, aber ich muss sagen, es hat mich sehr arg positiv überrascht. Ich hätte auch vorher nicht gedacht, dass es überhaupt eine Option für mich ist, sowas mal zu kaufen. Weil ich halt gedacht hatte, es ist kompliziert, so ein Teil halt noch zusätzlich zu dem Auto mitzuschleppen. Aber wie Rico schon gesagt hat, es hat halt 1000 Vorteile, dass du halt dein eigenes Auto für Fahrräder, Surfbretter oder sonst was benutzen kannst. Oder du brauchst halt dann kein großes Auto. Mhm. Und dann hast du da einfach wirklich nur Wohnfläche, Stauraum, ohne Ende. Du hast halt richtig viel Platz. Genau, also die Höhe ist geil. So, man konnte quer drin liegen. Also ist auch breiter wie ein Auto. Also auch gerade für große Menschen zum Schlafen. Ja. Nice. Und muss da sagen, es war nicht isoliert. Und zwar mit 1 Grad und es hat trotzdem gereicht. Und wir hatten so einen ganz kleinen Heizlüfter und der hat das ganze Ding warm gemacht. Richtig warm, geil. Ich habe den vorgestellt. Dann, ja, also wieder positiv überrascht. Ich glaube, so die Ausrüstung, die wir hatten, kostet um die 13.000 Euro. Wir waren sogar so gehypt, dass wir uns tatsächlich überlegen, so einen Teil selber zu kaufen. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ist schon nice. Alright. Genau, da rausgegangen. Dann habt einen wunderschönen Tag und ein schönes Wochenende, falls ihr das an einem Freitag schaut. Das hat gar keinen Sinn. Ich hoffe, euch hat unser mega geiler Reisevlog hier gefallen. Wir haben immer sehr viel Arbeit da reingesteckt. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Okay. Ciao, Leute. Hallo, immer am Hochsteigen. Hallo, du, geh weg.